The American Gazette, Tuesday, June 3, 1924, latest news. Und so, nach einer Reihe seltsamer Vorkommnisse, erreichte K. Amerika. Reception Academy. Irgendwo in Amerika. Was? Erstmal das Offensichtliche, die Stecker ziehen. Was? Komm näher, Fremder. Was machst du hier? Ich suche nach Kestlock Corp. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre vergangen sind, seit mich diese mysteriöse Gesellschaft nach Amerika eingeladen hat. Aber ich erinnere mich genau daran, dass hier niemand auf mich gewartet hat. Und egal wie sehr ich es versuchte, ich konnte nicht zurück nach Hause. Schließlich habe ich mich entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Und so hat mich meine Suche hierher gebracht. Da liegst du falsch. Ich kann dir nur die Richtung zeigen. Aber den Weg musst du selbst finden. Aber ich habe bereits mein ganzes Leben hiermit verbracht. Dubitando ad veritatem pervenimus. Aber, hey, wo sind Sie denn hin? Hey. Kann ich die nicht ausschalten? Hey, alter Mann. Was ist das? Dum, dum, dum. Schön gezeichnet, nebenbei noch mal gemerkt. Da sehe ich ein neues Rätsel kommen. Eine alte, verlassene Mine. Ich brauche eine Karte, um den Weg in diesen Katakomben zu finden. Ja? Was ist das denn hier? Natürlich.
Das erinnert mich an Physikunterricht. Hier ist K. Ah, ich verstehe. I see what you want there. Ja, toll, muss ich jetzt hier einfach... Wo ist eigentlich der Hund? Möchte ich mal wissen. Aber ist K denn jetzt so lange in Amerika und... Das ist alles ziemlich dubios. Ich versuche gerade... eine Möglichkeit zu finden für die vier hier unten, weil ich versuche gerade das irgendwie woran aufzuziehen. Und das erscheint mir irgendwie am geschicktesten, wenn man das mit denen unten macht. Kann ich die drehen? Jetzt bin ich wieder ein bisschen motivierter nach dem letzten Rätsel, was ich so awesome gelöst habe. Aber das hier ist natürlich ausgefuchst. Hier muss das auch irgendein T-Stück sein, versteht er? Also ein Stück, was wie hier, ich zeige schon wieder drauf, wie hier etwa, also das so runter und in beide Richtungen. Also so etwa, wie es jetzt hier unten ist, sowas brauchen wir. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ups, huch. Aber irgendwo halt so ein T-Stück. Ich vermute ja auch, dass wir ja auch in alle Felder belegt haben müssen.
Und das ist gar nicht so einfach. Kann ich die noch mal weglegen? Nee. Oder versteife ich mich vielleicht jetzt auch zu sehr auf dieses T-Stück? Und hier muss ja auch so ein. Hier brauchen wir sowas hier. Hier so ein abknickendes Teil. Ich hole uns mal einen Tipp. Da? Hier. Wir müssten doch nicht alle Felder belegen. Ja, verzwickt, verzwickt. Ich gönne mir noch mal einen Schluck, auch wenn ich es gar nicht verdient habe, aber egal. Obgleich ich bezweifle, dass das Ziel meiner Reise hier zu finden. Aber ich kann nirgendwo sonst hingehen. Im Heim wollten sie mich nicht. Entschuldigung. Nein! Bedienung? Verzeihen Sie! Es ist so feucht hier. Wie auch immer. Das entschuldigt nicht Ihre späte Ankunft. Aber da sind Sie ja nun. Ich hoffe, Sie haben alle nötigen Formulare ausgefüllt und eine Genehmigung vorliegen. Formulare? Wissen Sie nicht, um nach Kessler Korb zu kommen, benötigen Sie die Genehmigung der Kanzlei. Natürlich, natürlich. Franz Kafka war übrigens hier Steuermann irgendwie bei, oder irgendwie sowas war der. Daher findet man das auch des Öfteren in seinen Romanen. Wenn Sie bereit sind, in sich zu gehen, in den Spiegel zu sehen und zu reflektieren, füllen Sie diesen Antrag aus. Er wird die Bewilligung Ihrer Genehmigung beschleunigen. Bei Kafka wird überhaupt nichts beschleunigt. Refused, Verb, abgelehnt. Moment. A, L,
Was? Was war das denn? Nein, wo ist denn jetzt das? Sind die Buchstaben jetzt andere? Refused. Ich wollte jetzt gucken, ob man allowed vielleicht schreiben könnte. Aber A-L... Allowed heißt doch, oder? Also erlaubt. Mann, ja. Ich bin auch die super Englischkanone, also... Ach, nein, ich gucke jetzt gerade nicht. Placed? Nee. Ja. Ich will eigentlich gar nicht gucken, aber... Moment. Granted? G-R-A-N-T? Granted vielleicht? A-R-X, A-R-X. P-I-L, P-I-L, P-G-F. Entschuldigung, aber ich weiß das Wort nicht, deshalb... Was? Ah! Reflect? Reflect? Aber do yourself to reflect on yourself? Was soll das denn hier jetzt? Hey! Jetzt möchte ich wissen, was da passiert. Aber wir haben noch kein L. Refused. Granted, if you are ready to look into yourself, to reflect on yourself. In zwei Mirror, granted.
Jetzt hab ich's. Look into the mirror. Jetzt weiß ich's. Dann looken wir mal in den Mirror. Ach nee, geht nicht. Moment. Mist, nee, das geht gar nicht. Oder? Oder? Habe ich nicht eine CD hier rumliegen oder sowas? Sowas altertümliches wie eine CD? Upsa. Nee, was war jetzt das Wort? Reflect. Oder, nee, hä? Aber granted? Oder so rum? Er granted. Alter, wie sollst du denn darauf kommen? Granted, genehmigt. Gut, auf genehmigt. Wäre ich vielleicht jetzt noch gekommen, hier, Grant. Ja. Und da sinkt wieder die Laune, wie ein... Nun, was soll das bedeuten? Ich kann kein Englisch, junger Mann. Ich bin in Böhmen groß geworden. Jawohl, hier ist Ihre Genehmigung. Boah, sind die tricky, die Rätsel. Das ist unsere Genehmigung? Natürlich. Was? Boah, da wird's einem ja schlecht. Und was nun? Wie? Was geht hier vor? Das kann nicht sein. Es ist... Ich ahne es schon. Castlock. Das Intermission? So, sollte das passieren? Ich weiß es nicht. Ich
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Fehler war oder ob das zum Spiel gehörte. Ist das Spiel jetzt schon so lang, dass man eine Intermission einbauen muss? Alter Kafka, ey. Wenn es dich nicht gegeben hätte, würde so ein Spiel nie programmiert worden sein. Kann ich irgendwas tun? Nein. Als er eines Morgens erwachte aus unruhigen Träumen, fand sich Gregor Samsa in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. In jedem anderen Ort hätte dies zu zahlreichen Ärgernissen und Problemen geführt. Doch in dieser Stadt waren Äußerlichkeiten als Privatdetektiv nicht ausschlaggebend, also nicht wichtig. Akt 4. Die Verwandlung. Ich habe große, große Angst. Amerika 1934. Ein ganz normaler Donnerstag. Es war einer dieser Tage, ich stand am Fenster und es klopfte an der Tür. Es war sie. Sie hatte einen Regenschirm aufgespannt. Es war nass. Guten Tag, sagte sie. Ich bin Felice. Im Hotel habe ich nach einem zuverlässigen Privatdetektiv gefragt und sie wurden mir empfohlen. Bitte, erzählen Sie von Anfang an. Ich suche einen Mann. Vor vielen Jahren ist er spurlos verschwunden. In Amerika. Haben Sie die Polizei informiert? Es ist Ihr Job, nach vermissten Personen zu suchen. Durch unzureichende Informationen glaubt die Polizei, dass er nie in Amerika angekommen sei. Hier. Ich habe dieses Foto und seine Uhr. Die hat er zu Hause vergessen. Aber sie funktioniert nicht mehr. Bevor Sie fortfahren, möchte ich Ihnen einen Drink anbieten. Mögen Sie der Geier. Eine gute Wahl. Der Geier, a very good choice. Übrigens, Product Placement und alkoholfrei natürlich. Wir sind hier jugendfrei. Nun gut, ich übernehme den Fall. Aber ich benötige eine Vorauszahlung für geschäftliche Ausgaben. Ja, natürlich. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Tschüss. Was?